Moin, Kaiserhafen 1. An diesem Ort kann man schön die Sollbruchstellen vom Bremerhaven erkennen. Beispiel Rudloff-Quartier. Die Pläne zum Rudloff-Quartier wurden wieder aus der Schublade geholt. Die Städterkonferenz Mitte wird am 26.09. darüber berichten. Zwei Sollbruchstellen. Einmal Lärm, zweitens Verkehr. Hängt natürlich auch beides zusammen. Lärm. Kaiserhafen 1 ist ein Industriehafen. Das heißt, hier wird 24/7 gearbeitet. Da es keine Landstromanlage gibt, lassen die Schiffe auch logischerweise oft ihre Motoren laufen. Die Kajanlage hinter mir soll zu Schwerlastkaje ausgebaut werden. Und auf der freien Fläche, die mittlerweile hier entstanden ist, will BLG Fahrzeuge parken. Auf der Barkhausenstraße wurden nach der letzten Zählung August 23 an der Einmündung zur Leutstraße Kolumbostraße im Querschnitt 15.365 Kfz über 24 Stunden gezählt. Das entspricht dem Verkehr auf der A27 Höhe Nordholz. Kurz, konsequent wäre es, das Rudloff-Quartier als Autobahnraststätte auszubauen oder als Autohof. Solange man sich den Problemen der Stadt nicht wirklich stellt, wird Bremerhaven weiter dahin darben. Kavo Bremerhaven.